Es dauert ja noch, bis das bei mir ankommt, der Pausenspiel. Ne? 30 Sekunden, ja. So, jetzt habe ich den Pausenstream. Wartet, jetzt gehe ich gerade live. Zack. So, Ton ist an. Eigentlich müsste ich soweit sein. Okay. Okay, wunderbar. Dann hauen wir gleich rein. Hallo, Freunde der analogen Unterhaltung und herzlich willkommen. Natürlich geht es weiter mit unserem Spiel-Digital-Programm. Und wer ja fleißig unser Programm studiert hat, ist vielleicht schon mal mehr als ich getan habe. Nein, ich weiß natürlich jetzt, um was es geht. Skellig Games steht jetzt hier auf der Liste und ich freue mich auch ganz herzlich, dass wir auch jemanden vom Verlag selbst zuschalten können. Der gute Uwe ist nämlich dabei. Hallo Uwe, schon mal an der Stelle. Schön, dass du dabei bist. Hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Sehr schön, sehr schön. Ich möchte natürlich in diesem Slot, ihr seht es auch hinter mir, schon einige Neuheiten von euch präsentieren, aber gerne vorher, weil du ja schon da bist, nutze ich mal das Momentum, dich noch ein bisschen ausquetschen, quasi wie es so aussieht mit eurem Verlag. Gefühlt seid ihr für mich erst letztes Jahr in Essen, quasi wo ihr da die Lacerda Neuheit on Mars quasi gesagt habt, ihr macht das in Deutsch, da seid ihr für mich so in den Fokus gerückt und jetzt habt ihr viele Titel von Eagle Griffin Games, das schon mal so vorneweg gesagt. Wie kommt ihr an all diese Kontakte Kracher ran? Also seid ihr viel da unterwegs gewesen, viel getrunken und die Kontakte da gepflegt oder wie ist das alles so entstanden? Also, wenn wir jetzt mal die Trinkgewohnheiten außer Acht lassen, die sind vielleicht nicht zwingend für die Öffentlichkeit bestimmt, haben wir einfach ein bisschen Anlauf genommen. Also, der Verlag ist vor 3 Jahren von mir selber gegründet worden und wir haben dann ein erstes Spiel gemacht, das Concerto. Und dabei habe ich unendlich viel gelernt und eben mir alles angeschaut und ja, richtig durchgestartet sind wir eigentlich im letzten Jahr, wo wir dann zwei eigene Spiele gemacht haben, wo wir dann in Kontakt gekommen sind mit Eagle Griffon Games, was eigentlich so ein bisschen Zufall war. Und seitdem hat sich das alles rasant entwickelt. Das hat uns natürlich Türen geöffnet mit Eagle Griffon Games, die sonst vielleicht verschlossen gewesen wären. Und die haben wir versucht zu nutzen und haben dann auch angefangen, Spiele zu lizenzieren, haben wieder zwei eigene Spiele dieses Jahr. Wir haben ein paar Leute ins Team bekommen, für die ich sehr dankbar bin und ohne die es auch nicht funktionieren würde. Und ja, jetzt sind wir hier, wo wir jetzt gerade stehen und gucken mal, wie es weitergeht. Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr schön an. Ich drücke euch natürlich jetzt auch schon mal die Daumen, dass ihr das alles durchhaltet. Ich vermute mal, auch für euch war diese ja sehr turbulente Zeit herausfordernd. Da gab es ja bestimmt auch bei euch ein paar Dinge, die da umgestellt werden mussten. Und alleine jetzt wahrscheinlich auch schon die Vorbereitung für dieses Spiel digital, jedenfalls mir persönlich ging es so, ist viel Zeit und Energie mehr ins Vorfeld gegangen als jetzt sonst, wenn man auf das Spiel gewesen wäre, wo wahrscheinlich jetzt auch viel Trubel wäre. Aber lass uns doch gleich mal gucken, was ihr hier Neues habt und was wir jetzt auch hier haben. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne auf dem Spiel-Digital-Stand bei Skellig Games einfach mal vorbeischauen. Da gibt es noch ein paar andere Titel und ich greife einfach mal hier kurz hinter mir. Da habe ich nämlich noch Big Monster, die englisch-französische Edition. Gibt es davon jetzt schon das deutsche Exemplar und wir haben es jetzt hier nur noch nicht stehen oder ist das erst geplant? Wie sieht es aus, Uwe? Nee, das gibt es schon. Das wundert mich ein Okay. bisschen, dass ihr das nicht habt. Das haben wir anscheinend Ah, vergessen, euch rüber zu schicken. das macht nichts. Das kann ja immer mal passieren. Vielleicht ist es auch in der Post Ja. hängen geblieben. Aber also, das ist ja, du, die Antwort ist ja viel besser, weil dann kann man es ja im Deutsch beziehen. Das Schöne ist ja, das Spiel selber, das bleibt ja genauso gut. Also für all diejenigen, die es in Deutschem haben wollen, das ist jetzt also schon möglich. Big Monster, worum geht es hier jetzt mal kurz gefasst? Drafting und Plättchenlegespiel und Drafting, ich bin denn doch immer wieder positiv überrascht, dass denn doch so kleine, feine Änderungen einfach so ein, ja, so ein Twist in dem Spielmechanismus bringen. Also Drafting kennt man ja sonst so klassisch, dass man von rechts nach links oder von links nach rechts, was ja auch alles legitim ist. Aber hier kann man jetzt diese ganzen Monsterplättchen draften, ja, mit einem Spieler, ja, den man quasi, mit dem man draften möchte, der vielleicht gerade an seiner eigenen Auslage arbeitet, wo die Plättchen, die man auf der Hand hat, vielleicht gerade nicht dazu passen. Oder es gibt auch eine Teamspielvariante, dann geht es vielleicht darum, dass das vielleicht gerade gut ist, wenn man diese Plättchen weitergibt. Also, wer Lust hat auf Drafting mal ein bisschen,
Chaotischer ist nicht das richtige Wort, aber vielleicht sogar noch ein bisschen mehr mit Köpfchen, weil wo gibt man quasi seine Plättchen hin und mit welchem Spieler draftet man? Und dann auch einfach dieses Thema Big Monsters, man sieht sie ja schon auf dem Cover, einfach cool illustriert und dann natürlich Ablegesystem. Also wir haben unterschiedliche Monsterarten, wo es dann darum geht, dass manche zusammen halt ein Monster ergeben oder bestimmte Gebiete dann besser gewertet werden. Es gibt noch auch so Kristalle in den Ecken, die kann man dort alle zusammenlegen. Also da auch eine Vielzahl an Varianten, die man da sozusagen seine Monsterwelt zusammenpuzzeln kann mit diesem coolen Twist. Das habe ich selber auch noch nicht gespielt, dass man das Ganze im Team spielen kann. 2 bis 6 Spieler ist, finde ich, auch schon mal eine sehr große Spielvarianz, also an den Spielern her, mit denen man das spielen kann. Und an sich so 25, 30 Minuten kann man das auch recht fix spielen. Uwe, weißt du, ob es davon eigentlich auch eine Erweiterung schon so ein bisschen in petto irgendwie geplant ist? Oder habe ich das schon wieder nicht mitbekommen und da wurde schon was in oder? Nee, es ist nichts offiziell bis jetzt bekannt. Mir selber ist auch noch nichts bekannt. Wir haben zwar schon mal gefragt, aber die französischen Autoren, also der Dimitri Perrier und seine Frau, die sind sich da noch nicht sicher. Ich könnte mir aber vorstellen, aufgrund des großen Erfolges, und das wäre vorhin auch der zweite Teil meiner Antwort gewesen, das Spiel ist nämlich bei uns mittlerweile schon ausverkauft und wir zucken Ah, nach, ja, dass okay. da was kommt, erweiterungstechnisch, weil es bietet sich, zum einen bietet sich es natürlich an in dem Spiel wunderbar und zum anderen, wenn das Ding so gut weggeht, dann wollen die Leute ja auch gerne eine Erweiterung haben. Ich finde das toll. Also ich wäre auch dabei, gerade bei so Sachen, also entweder erweitert man mehr dazu oder dann doch noch mal ein paar andere Monster, die anders gewertet werden. Also das bietet sich quasi an, ohne dass da jetzt zu viel geändert wird. Und ich sehe hier gerade auf der Schachtel, es hat auch einen Preis gewonnen, 2018, Ludomania oder Ludimania, irgendwie sowas, den kenne ich sozusagen noch gar nicht. Brix de Public, also ist wahrscheinlich irgendwie ein Publikumspreis oder sowas gewotet worden. Ja, sehr schön. Also, wenn ihr da auf Drafting und Plättchenlegespiele abgeht und sage ich mal Thema Monster, was für euch ist, dann guckt euch das mal an. Man muss natürlich auch ganz klar sagen, wenn ihr Drafting und Plättchenlegespiele nicht leiden könnt und dieses Thema auch nicht habt, dann kann man euch letztendlich auch nicht helfen. Dann ist das natürlich nichts für euch. Aber lasst uns doch, ich überlege gerade, die klassische Überleitung wäre natürlich Plättchenlegespiel und Drafting, dass wir dazu die Insel der Katzen übergehen. Aber diesen Bogen schlage ich mal nicht. Ich bleibe quasi mal im Regalfach. Uwe, nämlich so lange wir dich auch noch hier haben. Ihr habt einen neuen Uwe Rosenberg-Titel hier nämlich bei euch im Programm. Willkommen in der Welt von Sagani. Kannst du mir vielleicht ganz kurz sagen, wie das entstanden ist? Ist der Uwe da auf euch zugekommen mit dem Prototypen oder wie war da so der Erstkontakt oder habt ihr das durch Zufall gesehen oder Uwe direkt gefragt? Wie war es da? Der Erstkontakt ist entstanden letztes Jahr in Bielefeld auf der Spielewelt, also auf dem Spielewochenende. Und das ist ja so ein bisschen das Heimspiel für den Uwe Rosenberg, der wohnt ja da in der Ecke. Und da haben wir ihn einfach mal angesprochen, ob er denn was für uns hat. Und ja, er sagte dann, kommt doch mal vorbei, schaut euch das doch mal an, was ich so habe. Und dann haben wir ihn einen Tag besucht und das war sehr faszinierend, weil er uns da einige Prototypen vorgestellt hat und die hatten alle durchgängig so eine Qualität, dass man die eigentlich alle hätte veröffentlichen können. Wir haben uns dann aber im Endeffekt einen ausgesucht und das ist Sagani, wie du schon sagtest, Plättchenlegespiel. Und ja, mal gucken. Also wir halten es für ein extrem gelungenes Spiel, weil es zum einen von den Regeln her so einfach ist, dass man es in weniger als 5 Minuten erklären kann. Also familiengeeignet, aber auch eine taktische Tiefe durchaus hat, dass auch Kennerspieler sich da wiederfinden werden. Und das ist dann jetzt hier auch direkt quasi eigenverlagsmäßig entstanden, ne? Also das sozusagen hier ist die 4 auch drauf, oder? Wenn ich das richtig interpretiere, euer viertes Spiel in der Reihe quasi. Genau, wir haben gesagt, die Spiele, die wir selber rausbringen, da machen wir eine Nummer drauf, also die wir nicht lizenzieren. Und da ist das nach Concerto Ambrosia Mice to Meet You im letzten Jahr jetzt das vierte und das fünfte Oracle, das haben wir eben auch dieses Jahr gleichzeitig.
Genau, Oracle steht jetzt nicht hier, aber wenn ihr auf der Spiel Digitalseite sagt, dann ja, ein Stefan Dora-Titel, also auch bekannt Autor dahinter. Und ich würde hier doch trotzdem nochmal ganz kurz rein switchen, auch in die Box, euch ein bisschen das Material zeigen. Und klar, Uwe ist auf jeden Fall ein sehr umtriebiger Spieleautor, der, sage ich mal, an seinen Mechanismen immer weiter arbeitet, die weiter verfeinert, immer gerne auch mal mit einbezieht. Und ja, wir öffnen das jetzt hier ganz. Also wir haben es vorher mal aus der Folie rausgeschält und ihr seht schon, ich finde die Illustration auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Also mich spricht es auf jeden Fall an. Ich finde auch dieses sehr präsente Augenthema irgendwie faszinierend. Also wirklich sehr schön umgesetzt. Und ja, von der Sache her, wir sind hier, ja, was sind das? Das sind so kleine Geister, ne, die sozusagen diese eigenen Elemente irgendwie am Leben erhalten wollen. Auch, ja, irgendwie diese einzelnen Marker, seht ihr auch diese Holzchips, die ja dann solche Klangscheiben symbolisieren. Also das finde ich von der Grundstimmung und den Sachen schon mal sehr interessant. Und dann haben wir hier ein paar Stanztableaus mit den einzelnen Plättchen. Genau, Plättchenlegespiel war das Thema. Und da muss man ja auch gar nicht um den heißen Brei herumreden. Das ist letztendlich auch von der Mechanik her, was Uwe Rosenberg mit Nova Luna so ein bisschen angefangen hat. Also die Plättchen legen, Scheiben drauflegen und so Aufgaben erfüllen. Aber das Ganze, deswegen hatte ich es schon angesprochen, einfach so ein bisschen weiterentwickelt. Ja, also als wenn das sozusagen so eine Evolution auch dieser Mechanismus umgibt. Und dadurch aber dann doch wieder andere Spiele halt auch entstehen bei Uwe. So dass es hier jetzt, kann man ja vielleicht einfach mal beispielhaft so ein Plättchen hier auch rausnehmen, könnt ihr euch das sicherlich schon so ein bisschen vorstellen. Die werden natürlich dann genommen und platziert in der persönlichen Auslage. Und wenn ich dann hier so ein Plättchen hinlege, haben wir hier solche pfeilartigen Symbole drauf, die letztendlich angeben, ja, wie viel Art Aufgaben kann man denn hier erfüllen, um dieses Plättchen zu werten. Denn auf der Rückseite gibt es nämlich Punkte dafür. Das ist jetzt hier auch schon relativ hoch bepunktet, weil natürlich auch 4 Aufgaben erfüllt werden müssen. Und wenn man dann ein Plättchen der jeweiligen Pfeilfarbe hier auch anlegt, dann wird quasi so eine Aufgabenscheibe verlegt. Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt hier der braune Spieler, damit wir das Ganze auch nochmal final abklären. Also wenn man das Plättchen hinlegt, kommen so viele Klangscheiben hier auf das Plättchen, wie wir quasi Pfeile abgebildet haben. Platziere ich denn ein neues Plättchen, kommt das natürlich auch wieder mit, hoppala, so kommt das natürlich auch wieder hier mit Plättchen auf dem jeweiligen Tableau. Und dann haben wir jetzt hier ein weißes Plättchen angelegt, also eine Aufgabe ist quasi hier schon erfüllt worden. Und das Schöne dabei ist, wie ich finde, ist, dass das gibt da quasi keine Begrenzung. Also jeweils in Richtung dieser Pfeile schaut man halt, gibt es die passende Farbe. Also hier muss nicht direkt ein Feuerelement angelegt werden, also ein rotes Plättchen, sondern das kann auch 2, 3 Platzierungen weiter sein und dann würde es trotzdem diese Aufgabe erfüllen. Und auch hier diese also diese Klangschalenscheiben, die haben wir nur im begrenzten Vorrat, sodass man da auch haushalten muss. Wenn wir natürlich diese ganzen Sachen hier erfüllt haben, dann kommen die Scheiben wieder in den persönlichen Vorrat. Man dreht das um, dass man hier die Punkte dann wertet. Es gibt hier noch rote Scheiben, das sind sozusagen ja so negativ nicht klangschalenmäßige Steine. Die kann man aufnehmen, falls man mal nicht genug Klangscheiben hat und trotzdem so ein Plättchen platzieren möchte. Die geben allerdings Minuspunkte, erweitern aber auch den Vorrat quasi an Aktionsscheiben. Und so ist es hier wieder so, dass jeder seine eigene Auslage halt mit diesem eigenen in sich ja immer mehr aufbauenden Logikpuzzle sich da sozusagen zusammenbaut und dann am Ende man halt schaut, wer da am besten ja durchgeblickt hat. Gibt es noch so ein paar Zwischensachen, wo man noch so ein paar Plättchen, die mal nicht genommen werden, irgendwie nehmen kann. Also ja, ich würde wirklich sagen, wer auch auf sowas vom Nova Luna mäßigen Spielprinzip steht, und auch das ist ja gut angekommen, und wer diesen Grundmechanismus mag und dieses Knobeln da, der sollte sich auf jeden Fall mal Sagani angucken, und auch wenn euch vielleicht jetzt nur mal diese schöne Illustration dieser ganzen Geister und Elemente irgendwie anspricht, guckt euch das mal an. Es ist wirklich da sozusagen ein thematisch aufgefrischtes, abstraktes Legespiel. Von daher denke ich, dass das schon den einen oder anderen begeistern wird.
Auf jeden Fall hat es ja auch euch begeistert, ne? Sonst hättet ihr vielleicht auch gleich mal einen anderen Titel genommen. Kannst du da so viel schon sagen? Ist da noch ein bisschen mehr mit Uwe geplant oder wie sieht es da so aus? Kannst du dazu was sagen? Wir haben da einen sehr engen Draht zu Uwe. Wir haben jetzt allerdings noch nichts konkret mit ihm vereinbart. Insofern will ich da jetzt auch nichts sagen, weil wir nichts Auf jeden Konkretes Fall, auf haben. jeden Fall. Aber wir können es uns auf jeden Fall sehr gut vorstellen und ich will es jetzt auch nicht ausschließen. Also an uns soll es nicht liegen. Ich denke, dass es möglich ist, aber da jetzt noch nichts geplant ist, wäre das reine Das, Kaffeesatzleserei. genau, ja, auf jeden Fall. Das ist aber auch immer schön. Ich meine, diese Brettspielszene und auch die Autoren untereinander, ich finde das immer sehr harmonisch und immer viel im Austausch. Also die Autoren Ja, natürlich oft definitiv. bei unterschiedlichen Verlagen, aber also ich will nicht sagen, dass es das nicht mal gibt und man muss natürlich auch als Verlag sein Geld verdienen, aber so dieses krasse Konkurrenzdenken ist mir so jedenfalls noch nicht untergekommen, sondern eigentlich freuen sich auch immer alle untereinander und tolle Ideen und Umsetzungen und von daher ist das auf jeden Fall eine schöne Sache und wenn Uwe erstmal einen am Haken hat, dann wird man da auch gar nicht so schnell losgelassen. Muss Ja. auch nicht, im Muss Gegenteil. auch nicht, muss auch nicht, genau. Dann mit dem Titel, wo ich quasi gerade noch so am, wie, also ich kann dazu natürlich was sagen, aber ich habe es selber auch noch nicht gespielt und auch der Kickstarter von Eagle Griffin Games, der ist so ein bisschen an mir vorbeigezogen. Man kann ja auch immer echt nicht alles auf dem Schirm haben. Es gibt ja doch einige Spiele auf dem Markt mittlerweile, die da rauskommen. Und jetzt hier The Scarlet Pimpernel. Wir haben, das ist so, ist das hier sogar eine Signature Edition? Ja, genau, steht hier drauf, Signature Edition. Deswegen hier auch schön illustriert oder sage ich mal sehr schön stilistisch gehalten. Dieses Cover macht der Eagle Griffin Games jetzt schon seit einiger Zeit. Ich glaube ja auch, es geht so ein bisschen in die Kanban-Sache, die neu rausgekommen sind und auch Rokoko als Deluxe-Edition, also da nochmal neu aufgewertet, die Sachen. Und Paris zieht sich auch so ein bisschen durch dieses Spiel hat man das Gefühl. Also viele Spiele, die so mit Frankreich, sage ich mal, zu tun haben. Na, und auch hier befinden wir uns irgendwie auch so ein bisschen, ja, französisch. Was ist französische Revolution eigentlich der richtige Ansatz? Aber man sieht hier auch schon so eine Guillotine auf der Box. Genau. Und ja, und das Ganze hier, ich pack's einfach mal aus, damit ihr das auch noch mal ein bisschen sehen könnt. Ist dann jetzt schon mal kein so wie eben mit Sagani eher so ein gefühlt lockig-flockig runtergespielten Spiel, sondern das Ganze ist hier, ich weiß gar nicht, was mit wie vielen Minuten das angegeben ist. Das ist sowas um die 90 Minuten angegeben. Ich habe aber da auch schon von einem und den anderen Leuten gehört, dass 90 Minuten sehr optimistisch angegeben sein soll. Da kannst du ja vielleicht auch gleich noch mal was zu sagen. Also wir haben jetzt hier quasi ja, einen Ausschnitt der Landschaft. Hier unten seht ihr das auch schon. Wir haben hier sozusagen, was haben wir hier? Österreich, hier haben wir Frankreich, hier ist sozusagen Paris noch mal als Stadt eingezeichnet und hier oben haben wir England. Und dann haben wir hier jede Menge Holzklötzchen, so kleine Cubes. Und natürlich die einzelnen Spielerfarben und Figuren, die wiederum, das muss man auch sagen, das macht Eagle Griffin Games ja auch immer wirklich sehr schön vom Material her. Die sind alle in unterschiedlichen Shape hier. Gucken, ob wir das sehen können, denke ich schon. Also die sind nicht gleich, das ist schon mal sehr interessant. Und sie passen auch mit dem jeweiligen, gucken wir mal, ob ich das hier finde, Playerboard überein. Und das ist wirklich, ihr könnt das jetzt hier nicht fühlen, aber das ist sehr schön produzierter Cardboard. Auch Leinen finde ich, also wirklich sehr cool. Und da haben wir zum Beispiel die Madame hier mit dem Schirm und den Herrn hier mit seinem Gehstock zum Beispiel. Ja, gucken wir mal, was das hier noch, oder der Mann in Orange. Also da gibt es hier wirklich sozusagen. Das sind ja dann die Spielerfarben. Schöne Sachen, die man hier schon haptisch mal erleben kann. Ja, und das Ganze fühlt sich für mich so jetzt im Kurzen, als ich mir das mal angeguckt hatte, an mit so einem ja, viel Mehrheitensystem. Also das ist auf jeden Fall ein treibendes Element, denn nämlich mit diesen Cubes in der jeweiligen Farbe kann man hier oben in den Bereichen
Sachen ablegen. Und hier auf dem Brett seht ihr auch immer Bereiche für Cubes. Und hier auf diesen Feldern werden so eine Art Aufgabenkarten platziert. Und da gibt es in den Aktionen halt immer Möglichkeiten, seine Figur in einen bestimmten Bereich zu ziehen. Also zum Beispiel nach England, dann ist man in dem roten Bereich. Dort kann man dann einen Cube platzieren, entweder so auf Wege, auf Aufgabenkarten oder sozusagen auf Felder. Da sind dann auch entsprechende Plättchen, die dann oben hier korrespondieren. Und da hat man auch eine sehr schöne Sache. Diese einzelnen Zusatzaktionsplättchen, die sind so Double-Layer-mäßig aufbereitet. Dann da kann man dann, ich weiß gar nicht, ob ich die so auf Anhieb finde, aber da kann man jetzt sozusagen die eigentlich, ach ja, die liegen hier, da kann man sozusagen noch die eigentlichen Zusatzaktionen hier so reinsetzen und dadurch ist das Ganze dann auch von der Varianz sehr schön gestaltet. Und ja, hier werden dann Cubes platziert und je nach Mehrheit bekommt man dann zum Beispiel sollte eine Zusatzaktion, weil man dort die Mehrheit hat. Und dann werden unterschiedliche Sachen gewertet. Es gibt hier Aufgabenkarten, die Pimpernel hier, die geht immer von einer Aufgabe zur nächsten und dann kann man bestimmte Sachen werten, dass man den Weg hier zum Beispiel bereist und je nachdem, was da für Cubes liegen, bekommt der Spieler dafür Punkte. Wer auch immer diese unterschiedlichen Sachen dann auslöst, der kann dann entscheiden zum Beispiel, welchen Weg geht man dann oder welche Cubes werden von hier oben runtergenommen und auf Aufgabenkarten verteilt. Damit ändern sich dann hier wieder Mehrheiten, die sich ändern und dann zum Beispiel diese zusätzlichen gewonnenen Aktionen dann wieder den Spieler wechseln. Also so von dem grundlegenden Prinzip hört sich schon mal sehr interessant an, weil es eigentlich ja eine Figur irgendwo hinsetzen, da einen Cube legen, aber das dann doch sehr fein verzahnt ist hier. War das bei euch so, als ihr den Titel gesehen habt, ja, machen wir auf jeden Fall oder das hat jetzt Eagle Griffin Games hat gesagt, okay, wir machen alle Sachen jetzt mit euch oder wie stehst du persönlich zu dem Spiel? Persönlich stehe ich zu dem Spiel so, dass ich es sehr gerne mag. Ja. Es ist allerdings nach meiner Erfahrung nicht unbedingt jedermanns Sache. Das liegt daran, dass wir hier wieder ein typisches High-End-Produkt haben von Eagle Griffin Games. Mhm. Wie du ja schon gesagt hast, mit den Deluxe-Komponenten. Das Spiel selber aber jetzt definitiv kein Expertenspiel ist, sondern ich würde es so zwischen Familien- und Kennerspiel ansiedeln, vielleicht eher Kennerspiel. Und deshalb haben wir es auch nicht lokalisiert, sondern wir haben es jetzt erstmal so gelassen und gucken mal, wie es ankommt. Aber es ist eigentlich ein sehr schönes Spiel, weil es sehr außergewöhnlich ist, sowohl vom Thema als auch vom Mechanismus. Insofern, es ist was Besonderes, würde ich sagen. Und das ist ja letztendlich auch legitim. Ich meine, der Brettspielmarkt, der ist sehr umfassend und man kann sich ja seine eigenen Nischen dort schaffen. Wenn ihr jetzt sagt, oh mein Gott, das gibt es jetzt gar nicht in Deutsch. Okay, man muss natürlich die Anleitung hier lesen auf Englisch, aber sonst das Material dann selber ist halt durch Icons gestaltet, die dann mehr oder weniger, ich denke, wenn man da drin ist, dann auch hier nicht diese Übersicht unbedingt braucht. Also dann kriegt man das schon hin, dass dieses halt ein Cube-Setzen-Symbol ist hier. Das ist ja auch ein Cube drauf mit dem grünen Pfeil und ein Cube wegnehmen ist ein Cube mit dem roten Pfeil. Ich denke, wenn man es zum Beispiel erklärt bekommt oder sich einmal diese englische Anleitung anguckt, sollte dieses sprachliche nicht übersetzt sein, dann doch sicherlich kein so großes Hindernis sein. Ja, hier nochmal, der Vollständigkeit habe auch hier ist ein kleiner, cooler Sack noch drin. Also, du hast es ja eben auch schon gesagt, von der Produktionsqualität, da gibt es nichts zu meckern. Also da könnt mich gerne eines Besseren belehren, aber die Sachen sind da wirklich immer sehr, sehr schön umgesetzt. Gut, dann schmeiße ich das hier mal kurz wieder zurück, wenn man es schmeißen nennen darf. Natürlich, das ist gefühlt so massiv, da passiert auch gar nichts. Illustriert habe ich jetzt gar nicht im Kopf, vielleicht kannst du mir noch weiterhelfen. Ian O'Toole. Ja, genau, Ian O'Toole. Also auch hier eine Ansage, quasi. Und ja, grafisch, das ist ja immer, da ist ja immer eigentlich fast eines der größten Geschmackspunkte. Ich finde erstmal so vom Blick her ist es farbdifferenziert sehr gut. Ja, es knallt auf jeden Fall. Ist klar, hier auch die schönen grafischen Elemente gemacht, auch im Hintergrund so diese alte Stadtkarte und hat ja fast schon sowas von Kupferschnitten hier im Hintergrund. Also ich finde den Artwork-Stil hier sehr gelungen. Wie gesagt, gespielt habe ich es selber auch noch nicht, nur mir da sozusagen mal noch ein paar Sachen angeguckt und die Anleitung. Das bringt uns jetzt hier gerade auch schon zu dem
letzten großen Kracher, da habe ich natürlich im Vorfeld auch schon einiges von gehört, ist natürlich klar, die Insel der Katzen, das Isle of Cats, habe ich dann auch ziemlich schnell mitbekommen, dass es da eine deutsche Version von geben wird, natürlich dann über euch. Deswegen bin ich erstmal in dem englischen Kickstarter dann nicht mit eingestiegen, weil ich wusste, irgendwann wird es dann natürlich hier da sein bei Hunter und Kron und dann werde ich mir das hier mal zu Gemüte führen. Ist Thema hier, oder was heißt Thema, auch hier Plättchen-Legespiel und auch ein Drafting-Mechanismus. Also diese Kombination finde ich mal auch wieder sehr erfrischend da umgesetzt und dann mit diesen illustrativen Sachen mit den Katzen dann. Vielleicht schließt man schon eine gewisse Zielgruppe aus, also die Zielgruppe nur Hund ist vielleicht weg, aber lasst euch da sozusagen nicht irritieren. Aber für diejenigen, die natürlich mindestens eine Katze zu Hause haben, und so ist es natürlich auch bei uns der Fall, bei meiner Familie mit Frau und Tochter und einer Katze, zwei Hunden und Hühnern und Sachen, also da mangelt es quasi nicht an Tieren, da ist es aber eigentlich schon eine gesetzte Nummer und die freuen sich auch schon sehr, sehr auf dieses Spiel. Und wir haben jetzt hier auch quasi die Sachen gleich mitbekommen. Also auch da habt ihr alles im Deutschen quasi gleich mit übersetzt. Also Ja. die Kickstarter-Erweiterung und dann auch diese Nachzügler-Erweiterung. Wie ist es da? Gibt es diese Kickstarter-Erweiterung, die kann man die noch käuflich erwerben oder ist die schon out und war nur exklusiv? Wie sieht es da Die aus? ist relativ schnell weggegangen. Die ist seit Ja. gestern bei uns selber, ist sie ausverkauft. Allerdings müsste sie bei Spieleläden müsste sie noch zu haben sein. Solange Vorrat reicht, wir können nur im Moment keine weiteren nachliefern. Ja, also da, wenn ihr das Ganze noch ein bisschen nett komplementieren wollt, weil hier gibt es so Ressourcenplättchen, die Fische, die sind dann hier schön als Holzmarker, jeweils die einzelnen Spieler, in welcher Spielerreihenfolge man hier spielt, da hätte man sonst aus dem allgemeinen Vorrat so einen kleinen Katzenmeeple genommen. Das zeige ich euch gleich auch nochmal hier, das Material. Da gibt es dann halt schön, ja, nochmal schön gestaltete Holzmeeple und noch ein paar Zusatzkarten. Also es ist jetzt das ist sozusagen das Sahnehäubchen. Wenn ihr das jetzt nicht bekommen sollt, dann bitte nicht weinend ins Katzenkörbchen legen. Das alles gut. Und natürlich, man kann es sich nicht nehmen lassen. Hier wird es gezeigt, aber wirklich, auch wir müssen es natürlich tun. Ein Spiel, was so glorreich einfach an das Verhalten der Katzen auch angepasst ist, hat natürlich auch einen einzelnen Bereich hier integriert. Das ist ja klassisch, man legt seine Spieleschachtel auf den Tisch oder irgendwie der neue Karton, man hat irgendwas ausgepackt, dann ist ja gleich der erste Moment, liegt da die Katze drin und hier jetzt wirklich ausgewiesener Katzenplatz. Ich habe manchmal das Gefühl, bei meiner Katze, alleine wenn sie schon weiß, dass das da drin steht, wird sie sich wahrscheinlich nicht in diese Schachtel setzen und dann wahrscheinlich doch wieder erst aufs Spielmaterial. Das ist ja immer so, Definitiv. ist ja immer so eine Sache mit den Katzen, die haben ja immer ihren eigenen Kopf. Ja, aber dann gehen wir hier mal in die Verpackung rein. Es gibt eine. Ja, hier eine Übersicht, also ein Sheet doppelseitig bedruckt, was ganz schön ist. Es gibt nämlich eine Familienvariante, also die einfach dann nur sehr reduziert auf das Puzzle-Legen sich sozusagen konzentriert, was aber wirklich ganz schön ist, um da mal reinzukommen und auch mit diesem schönen Material zu spielen, wem vielleicht die normale Regel jetzt gerade mit jüngeren Kindern einfach dann doch ein bisschen zu viel ist, hat man hier einfach einen schönen Einstieg und kann halt einfach dieses schön illustrierte Material trotzdem benutzen. Vom Thema her auch sehr niedlich gemacht, gibt es halt hier diese Katzeninsel und wir versuchen halt Katzen von dieser Insel zu retten, denn es kommt eine Bedrohung auf, ja, auf sie zu. Ich weiß gar nicht genau, wie da jetzt der Name war, aber so ein Kriegsschiff, die Wäsch oder irgendwie sowas. Uwe, hilf mir da gerne auf Das die ist der Sprünge. Pirat, der Der böse Pirat Wesch. böse Pirat Wäsch. Weiß gar nicht, was hat er eigentlich gegen die Katzen oder mag er generell einfach keine Lebewesen? Ach ja. Glaube, das ist einfach ein ganz mürrischer alter Pirat, der vom Leben enttäuscht ist und das jetzt an wehrlosen, süßen kleinen Tieren Mann, auslässt. Mann, Mann, ja, das ist natürlich Ja. dramatisch, ja. Also jeder von uns hat hier so ein eigenes Spielertableau, was quasi das rettende Boot symbolisiert, in dem wir dann die Katzen ja hier drauf platzieren können.
hier, das seht ihr vielleicht nicht so richtig, aber hier gibt es so eine kleine rote Katze. Das ist dann die Variante auch mit Übersicht für die normale Variante. Und wenn man das dann umdreht, gibt es halt hier diese Familienspielvariante, die ich eben schon angesprochen habe. Und dann gibt es hier diese Insel und das Ganze wird ja dann über 5 Runden gespielt. Hier wird also der Holzbootmarker, der böse Pirat, auch platziert. Und wir haben quasi so lange Zeit, bis denn das Piratenschiff hier auf dieser Insel angekommen ist. Und hier haben wir auch diese besagten kleinen Holzkätzchen, also wirklich schön gestaltete Holzmiepel. Und aber ein Großteil des Spiels besteht natürlich darin, dass man hier viele, viele toll illustrierte Plättchen hat mit den einzelnen Katzen, die halt farblich unterschiedlich sind. Grüne Katzen, blaue, rote Katzen. Dann gibt es auch noch so eine eigene Katzenart. Also mit den Wörtern, wie sie die Sachen benennen, da gehen sie dann gefühlt manchmal schon ganz schön an die Grenzen. Ich weiß nicht, sind es die Onyx oder Onyx-Katzen? Oschaks. Oschaks, siehst du, Oschaks. Wird immer wilder, Oschaks. Oder ist es einfach nur ein Wort, was man normalerweise kennen müsste und mir nur nicht geläufig ist? Hier. Nee, das hat Frank West sich ausgedacht. Alles klar. Ja, das ist, wenn man mit vollem Mund beim Zähneputzen irgendwas durchs Telefon jemand sagt und dann hat sozusagen der die Anleitung geschrieben hat, gerade verstanden, die heißen Oschaks und der meint eigentlich was ganz anderes. Ist auch egal, dass hier diese fantastischen Katzen, die in der allgemeinen Auslage liegen und die kann man so ein bisschen als Joker nehmen, denn man versucht hier natürlich möglichst viele Katzen auf sein Boot zu puzzeln und das ist natürlich schon ziemlich klassisch. Man darf keine Katzen hier über das Boot hinausragen lassen, die dürfen nicht überlappen und im besten Fall möchte man Katzenfamilien natürlich haben, also viele blaue Katzen nebeneinander oder grüne, die werden dann natürlich besser gewertet und wenn man dann an so eine, Zusatzkatze hier kommt, die kann man dann hier auch reinpuzzeln und dann kommen letztendlich hier auch diese Miepel zum Vorschein oder zum Einsatz, dann müssen wir uns entscheiden, für welche Katzenrasse sie hier gewertet werden muss, zusätzlich zu ihrer eigenen. Und dann wird hier quasi zum Beispiel eine grüne Katze draufgelegt und dann gehört sie also zu einer grünen Katzenfamilie. Das ist vom Kern her natürlich Plättchenlege pur und das wäre auch eher so die Familienvariante. Und dann gibt es aber der Drafting-Aspekt hier einen wirklich großen, großen Stapel an Karten und dieser Stapel wird natürlich auch durch hier die Erweiterung, die auch noch steht, auch noch ein bisschen ergänzt und da haben wir quasi ein paar unterschiedliche Kartentypen. Vom Drafting her ist es dann da auch wieder recht klassisch. Man bekommt 7 Karten, draftet je nach Runde nach rechts oder nach links, hat am Ende dann wieder 7 Karten. Und wir haben hier sogenannte braune Karten, da seht ihr das auch schon. Ich kann mal ein bisschen höher gehen. Da bekommt man dann die Oschiks sozusagen mit solchen Karten, wenn man die später dann auf seiner Hand hat. Dann haben wir blaue Karten, das sind sogenannte Lektionen, das sind also Punkte generierende Karten. Da gibt es quasi Lektionen, die sind allgemein die müssen dann offen ausgelegt werden oder es gibt halt Karten davon, die haben die einzelnen Spieler so als Art verdeckte Agenda. Dann haben wir hier Karten, das sind Rettenkarten mit diesen grünen Karten. Damit können wir dann wirklich Katzen auch von der Insel holen. Insofern, weil wir haben hier so Katzenkörbe. Man muss die Katzen, die hier in so einer Auslage um die Insel herum ausgelegt werden, die muss man auch einfangen. Die muss man mit Fisch anlocken. Halt. Also man braucht Fisch als maßgebliche Ressource. Einmal, um Karten beim Drafting wirklich zu kaufen, um auf der Hand sie zu haben und ausspielen zu können. Und in den nächsten Phasen braucht man dann Fisch als Ressource, um quasi Katzen zu locken und in so einen Korb zu machen. Dann gibt es hier noch so lila umrandete Karten. Das sind Jederzeit-Karten. Jederzeit ist da auch wirklich der richtige Begriff. Da kann man halt in dem Moment, wo der Text da am besten passt, das Ganze quasi jederzeit spielen. Und die letzte Karte sind hier gelbe Karten umrandet. Das sind sogenannte Schatzkarten, denn wir haben zusätzlich zu diesen Katzenplättchen hier auch noch so Schatzelemente. Da gibt es so allgemeine Schätze und spezielle Schätze. Allgemeine bringen nachher keine Punkte, sondern die füllen einfach nur hier unser Puzzle auf, denn auch da, umso mehr Flächen wir da voll haben, umso besser ist es für uns. Wir haben hier so Ratten drauf, die wollen wir abdecken, die geben Minuspunkte. Im besten Fall haben wir ganze Räumlichkeiten, das ist ja auch so ein bisschen lokal abgegrenzt. Da haben wir volle Räume, für nicht, sage ich mal, bepuzzelte Räume gibt es auch noch Minuspunkte. Und so ist es hier wirklich eine schöne Mischung aus diesem Drafting und so ein bisschen auch,
diesem Drafting-Handmanagement-System, welche Karten spiele ich wie wann. Man kann Karten auch zurückhalten und hat die dann zusätzlich noch in den nächsten Runden. Da gibt es also kein Handkartenlimit. Und deswegen ist es auch so, dass es da diese Familienvariante gibt, weil wenn man es wirklich mit jüngeren Kindern spielt, ist dieses Durchblicken der Karten und auch diese Ressourcen, die Fische, die man da hat man am Anfang 20 Fische, muss man also erstmal gucken, wie viele Karten kann ich mir kaufen, habe ich noch genug Fische, um die Katzen dann noch wirklich einzufangen, und das kann dann schon ein bisschen viel sein, aber jetzt für gehobenes Familienspiel, leichtes Kennerspiel ist es dann hier mit diesen Karten schon der richtige Weg zu spielen. Und ich bin mir da selber auch noch unschlüssig. Meine Tochter ist 11, die ist schon sehr spielaffin. Mal gucken, ich werde sie das vielleicht mal aussuchen lassen, wie sie da Lust hat, ob sie einfach nur schön diese bunten Katzen hier puzzeln möchte oder auch nicht. Dann haben wir hier noch die Nachzügler-Erweiterung, die erste Schrägstrich, weiß ich gar nicht, ob es auch die letzte geplante Erweiterung, keine Ahnung, was da noch auf einen zukommen mag. Die erweitert die ganze Sache hier auf bis zu 6 Spieler. Im Grundspiel ist das 1-4-Spieler-Spiel, weil es gibt auch eigene Solo-Decks und Sachen, kann man da vor sich hin puzzeln. Das habe ich von einigen Solo-Spielern auch schon mal mitbekommen, es scheint sehr schön zu funktionieren. Also hier kann man das dann auch bis zu 6 Spieler spielen mit dieser Erweiterung. Und dann gibt es natürlich noch ein bisschen zusätzliche Lektionenkarten. Da kann man quasi andere Wertungssets mit reinnehmen. Verändert sich ein paar Sachen. Ich glaube, es ist auch noch ein paar extra Karten hierfür. Also genau, wenn man da mal Lust hat, die Insel der Katzen in größerer Runde zu spielen, dann braucht man diese Erweiterung hier. Ansonsten funktioniert das Ganze im Grundspiel, wie gesagt, bis zu 4 Spielern schon sehr gut, und ihr verpasst hier nichts Weltbewegendes, wenn ihr jetzt vielleicht an diese Sachen hier nicht rankommt. Uwe, wie ist es denn für euch aktuell so gewesen bei der Spiel Digital? Hast du das Gefühl, das Ganze ist irgendwie erfolgreich? Ihr kommt mit den Leuten gut in Kontakt? Oder ja, wie ist so vielleicht dein erstes Zwischenfazit jetzt am Freitag? Eigentlich sehr positiv. Wir sind natürlich wie alle anderen so ein bisschen am Basteln und gucken, was geht und wie alles funktioniert. Das wird den meisten nicht anders gehen. Aber wir sind eigentlich sehr zufrieden. Wir haben einen Livestream, der den ganzen Tag läuft mit wechselndem Programm. Und was fast noch wichtiger ist, unsere Spieltische sind gut besucht. Das heißt, wir können den Leuten nahezu alle Neuheiten auf Tabletopia anbieten. Also Insel der Katzen, Sagani, Oracle, Kaboom, Kingdom Candy, Monster und Kanban vor allen Dingen auch. Das haben wir übrigens nachher in einer halben Stunde mit Vita Lacerda live auf Tabletopia. Sehr gut. Und ich glaube, wir suchen sogar noch einen Mitspieler. Wenn jemand mitspielen möchte, einfach bei uns melden. Aber das ist für uns eigentlich noch der wichtigere Part, weil da kommt man mit den Leuten eben in Kontakt. Die sind auf unserem Discord-Server, wir können mit denen reden und uns austauschen. Und das ist ja das, was uns allen so fehlt. Und das ist so ein kleiner Ersatz dafür. Das freut mich, dass das bei euch dann gut funktioniert. Genau, ausprobieren, schauen, das ist herausfordernd. Man muss sich natürlich mit vielen neuen technischen Umsetzungen herumschlagen. Du hast es angesprochen, Discord-Server, muss man jetzt mal gucken, wie funktioniert das, wie macht man das überhaupt. Dann nochmal eine neue Plattform, Tabletopia, die Plattform, ja, wo die Spiele ja digitalisiert gespielt werden können auf dem virtuellen Spieletisch. Das ist aber natürlich, wenn man sich dann so ein bisschen reingefuchst hat und da durchgebissen hat, natürlich das, was man jetzt halt machen kann. Wir freuen uns natürlich schon wieder alle riesig, wenn da wieder mehr Normalität eintrifft. Aber wir haben natürlich dann trotzdem eine weitere Ebene geschaffen, wo dann einfach Leute von der ganzen Welt, die so wahrscheinlich nie nach Essen gekommen wären, dann doch am virtuellen Spieletisch sich zusammenfinden können. Und sowas jetzt die Partie mit Lacerda, ich vermute mal, das wäre wahrscheinlich sonst auch ein bisschen komplizierter geworden, oder er kann wahrscheinlich einfacher bei mehreren Partien sich mal reinklicken oder da mitspielen. Und macht das Ganze gemütlich, im besten Fall in schöner Umgebung von zu Hause oder so, wo auch immer er da gerade rumsitzt. Ja, wunderschön. Uwe, wenn dir jetzt erstmal nicht noch was auf dem Herzen liegt, wo du sagst, Mensch, darauf willst du uns nochmal hinweisen, dann würde ich sagen, ich bin auf jeden Fall schon mal wunschlos glücklich hier. Die Insel der Katzen, habe ich schon gesagt, Kronen, das wird jetzt nicht gleich zu dir nach Hause wandern, sondern eher zu mir. Also musst du mal gucken, wie gut euer Vorrat da noch ist. Wenn du Kronen da auch noch glücklich machen willst, musst du ihm nochmal eine Kopie schicken. Ansonsten muss er das meiner Katze denn entreißen. Ne? Da grinst er da nur im Hintergrund. Ja. Er kann das Kanban dann bekommen. Ja, das stimmt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, also ich
Makler-Setter sagen auch, aber das gönne ich ihm auch. Kanban jetzt natürlich in dieser krassen Deluxe-Edition auch schon wieder, ich habe da nur mal reingeklickt, also was da auch schon wieder an Holzteilchen und Sachen drin sind, sieht wieder sehr, sehr schön aus. Gibt es theoretisch noch was aus dem Chat hier, ja? Die Frage nach der Verfügbarkeit von On Mars und nach Kanban. Ah ja, also einmal die Verfügbarkeit, hast du wahrscheinlich Andreas auch gehört, aber hier für sozusagen den Livestream auch nochmal, Verfügbarkeit on Mars natürlich in Deutsch und wann Kanban dann erhältlich sein wird. Also on Mars ist jetzt gerade im Reprint gewesen, es wird wieder eine komplett deutsche Version geben, auch eine Deluxe-Version insofern, dass diesmal der Upgrade-Pack, der bisher separat war, mit enthalten ist. Okay. Ansonsten gleiche Version wie vorher, komplett in Deutsch eben und wir hoffen so ein bisschen auf Januar, Februar. Kann jetzt auch schon vorbestellt werden bei uns. Und das kann man ja sowieso. Und auch da, das könnte so Ende Dezember, Anfang Januar, Mitte Januar vielleicht werden, dass wir das Kanban dann auch endlich ausliefern können. Wunderbar. Aber das ist im Moment alles nicht so genau zu kalkulieren, also bitte alles unter Vorbehalt. Also jetzt schon mal sein vorgezogenes Weihnachtsgeld ausgeben. Ich meine, das Kontingent für Essen war ja eh schon angespart Anfang des Jahres. Das jetzt also nochmal raushauen und dann hat man quasi, ja, drücken wir die Daumen Anfang nächsten Jahres, vielleicht ja sogar schon ein bisschen früher bei Kanban, dann wieder mal ein paar Brecher bei sich zu Hause. Dann kann man ja auch erstmal mit On Mars und Kanban ein paar Stündchen verbringen, würde ich sagen. Definitiv. Ja. Liegt dem Chat sonst noch was auf dem Herzen? Genau, ansonsten, du hast es ja auch schon gesagt, Lacerda ist dann bei euch. Die Sache gespielt, streamt ihr das dann auch? Ist ja bei euch nochmal dann im Stream. Also da kann man quasi auch nochmal mit zugucken und schauen, was da Schönes passiert. Habt ihr einfach Lust auf die Spiele, die Uwe ja auch schon angesprochen hat, auf Tabletopia mal anzuspielen, hier zum Beispiel auch Insel der Katzen. Schaut da einfach mal vorbei, klickt euch dann mal auf den Discord-Server, seid da im Austausch. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Das ist schon auch einfach ein Mehrwert oder einfach nur mal zugucken und da mitbekommen, um was es geht. Und dann natürlich die Titel. Entweder habt ihr ein gut sortiertes Brettspielgeschäft, wo ihr nochmal vorbei schneit, wenn da noch was steht. Hier vielleicht gerade auch nochmal, solltet ihr da die Kickstarter-Erweiterung noch im Regal sehen. Nicht zögern, einfach mitnehmen oder das Ganze natürlich dann online bestellen. Uwe, ich habe mich sehr gefreut, dass ich dich hier mit im Livestream hatte, du mir auch noch die ein oder andere Frage beantworten konntest und ich hier diese wirklich schönen Spiele euch vorstellen konnte und mich auch schon freue dann, wenn dieser Trubel hier auch vorbei ist und wir selber dann auch mal wieder mehr zum Spielen kommen und nicht nur davor sitzen und darüber reden. Das ist ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Von daher wünsche ich euch noch viel, viel Spaß jetzt in der Spiel-Digital-Zeit und drücke euch weiterhin die Daumen für die nächsten Jahre. Euch auch vielen Dank und auch noch ganz viel Spaß. Wunderbar. Wir machen jetzt hier an der Stelle wieder einen Break. Gucken mal, was wir vielleicht hier noch auf dem Kanal haben. Vom Programm her sind ja noch ein paar Punkte geplant. Vielleicht können wir da auch noch was Nettes dazwischen schieben. Lasst euch da einfach mal überraschen. Ihr werdet ja auch dann eine Notification bekommen, wenn da die nächsten Streams auf Hunter und Kron starten. Wir haben die nächsten Tage natürlich auch noch vollgestopftes Programm. Also hier gibt es genug und ansonsten tümmelt euch natürlich auch fröhlich auf der Spiel Digital rum. Ich verabschiede mich jetzt also erstmal kurz. Bis dahin. Ciao.